Ich bin geboren am 3.5.1962 in Bad Elster im Vogtland in der ehemaligen DDR. Also das war eine richtige Sensation damals. Im Umkreis von 60 Kilometern bis zum Klingenthal des Obervogtland-Schöneck war ich das einzige farbige, wie man damals sagte, oder schwarze Kind. Geboren mit einer deutschen Mutter, Vater Schwarzafrikaner aus der Republikaner. Im Kinderwagen war ich auch die Sensation, ich mit den schwarzen Locken, die Kinder alle blond, die Kurgäste und alle sind mir durch die Haare, weil sie so schön drahtig waren. Ja, ich hatte gute sportliche Anlagen. Früher war ich Fußballspieler als Kind mit 6 Jahren und im Winter bin ich von der Schanze gesprungen. Es war mir dann als zu kalt, bin dann in die Boxhalle, die haben mich dann ein bisschen mittrainieren lassen mit 6 Jahren. Und ab 10 Jahren war ich dann aktiv als Amateur in der ehemaligen DDR bei der BSG Oelsnitz, das heißt Betriebssportgemeinschaft. War sehr erfolgreich, war 5 Jahre ungeschlagener Kreismeister von 1972 bis 1977, 5 Jahre Bezirkssportlagiadensieger und Bezirksmeister, hatte keine Gegner mehr. Dann kam der erste Rückschlag. In Limbach-Oberfrohna war 1976 die Ausscheidung zur 3. deutschen Meisterschaft im Boxen. Ich im Halbschwergewicht, bei den Kindern Serie A. Dann kam der erste Rückschlag. Die ersten beiden Ausscheidungskämpfe habe ich sofort durch K.O. gewonnen. Dann war ein Graune in der Halle. Es saß damals auch ein gewisser Jürgen Fanghedel. Das war ein großer Star im Halbschwergewicht in der ehemaligen DDR. Und es wurde schon gemurmelt, das wird der kommende DDR-Meister. Aber dann haben sie mich gegen einen von Frankfurt oder vom ASK, Armeesportverein, Armeesportclub, betrogen, weil meine Nase ein bisschen geblutet hat und meine Hand ein bisschen. Haben sie mich rausgenommen, weil sie Angst hatten, die Kommunisten, dass der kleine schwarze Mann aus der Provinz von der BSG Oelsnitz im Vogtland sich hochkämpft und ihre Stasi-Clubs besiegt und dann an die Spitze kommt. Das war der erste Rückschlag und da haben sie mich betrogen. Da bin ich heute noch sauer. Der Ringrichter hat mich dann auf Anweisung der Höheren auf Parteiebene herausgenommen, damit ich nicht weiterkomme. Dann kam der zweite Rückschlag auch, wo halt ich an mir selbst gezweifelt habe, am System dann sowieso. Ein paar Monate später nach den DDR-Meisterschaften war eine Konferenz zwischen meinen Trainern und der Direktion der Kinder- und Jugendsportschule. Dann sagten sie mit lapidaren Ausreden, ja, wir haben keine genauen Ermittlungen wegen deinem Vater, ist KA, sogenanntes kapitalistisches Ausland, Dritte Welt, Ghana, Republikaner, dein Vater. Sie wussten genau, wo mein Vater herkommt, wo er ist, weil sie Papiere von meiner Mutter hatten. Und abgelehnt. Das war ein richtiger Bruch, das für mich und mit dem Bruch mit dem System. Also, wir hatten ja 3 Schritte oder 4 Schritte vorausgedacht. 1980 wäre ja die Olympiade in Moskau gewesen. Das war mein großes Ziel. Bis dahin wäre ich 18 gewesen, hätte als Amateur dort mitkämpfen können. So wie Henry Maske war ja mein Alter damals, meine Gewichtsklasse. Das war der große Traum und das hat mich richtig tief erschüttert. Keiner wollte mich, der Schwarze taucht nichts. Den wollen wir nicht, ist vielleicht verbrecherisch, vielleicht kriminell, kommt nicht aus gutem Hause, ist ja klar, weil ich nie einen richtigen Vater hatte. Bis dann Helmut Dilling und Rudi sich erbarmt haben, mich auszubilden. Durch falschen Umgang und durch Verrat, durch Denunziation bin ich dann in der DDR 1984 im Gefängnis gelandet als politischer Häftling und Flüchtling und bin dann Ende Dezember 1984 aus der SBZ, der sogenannten sowjetischen Besatzungszone und der ehemaligen DDR, ausgereist nach Gießen, endlich in die Freiheit, nach dem Westen. Punkt. Lest BZ, wenn ihr Berliner seid.